Sag mal, Thomas, darfst du nicht zum Aushalten? Bitte stell sofort den Lärm ab. Das ist Musik, das ist kein Lärm. Ich weiss, stell es trotzdem ab. Ja, wirklich, Thomas. Stell ab. Lotta, aufstehen. Niemand schätzt unsere neueste Komposition. Gestern hatte einen kreativen Schub. Aber sie ist ja die Einzige, die das Zürcher weiss. Heute Abend machen wir weiter. Was, heute Abend? Heute ist ein Familienfest. Und das mal kommst du mit, mein Sohn? Das hast du versprochen. Easy, Papi. Komm mit, habe ich gesagt. Aber nur, wenn das Küchel nicht wieder losgeht. Ein Küchel gehört zu einem Familienfest. Das habe ich auch lernen. Wenn man jung ist, will man es natürlich nicht wahrhaben, aber es ist eben so. Leider. Du weißt genau, was ich meine. Dass du zum Beispiel nie Klartext redest. Das ist ja wohl ein Papi, so. Lass mal, Julia. Dass du dem Grossvater endlich mal sagst, was du wirklich willst. Dass du dich mal wehrst, dass du deine Wünsche einfach formulierst. Thomas, ich finde das echt stark, dass du dich so engagierst für die Karriere von deinem Vater. Ich weiss, was du willst. Ich weiss, was alle in dieser Familie wollen. Stutz von der Firma, mein Grossvater sein Sessel. Guten Morgen miteinander. Lotta, Baby, komm zu mir. Mm. Guten Morgen. Nur kein Eid, Papi. Du kennst doch die Lotta, Papi. Thomas, sein Fisch. Guten Morgen, Lotta. Haben Sie gut geschlafen? Mal, ja. Können Sie auch mit nach St. Croix? Ja, warum nicht? Nein, sicher nicht mit. Sie wird doch unsere Familie Harmonie nicht stören. Gell, du Spätzli? Sag das nicht so. Vielleicht wird sie wirklich harmonisch. Das ist ihr Lieblingswort. Nimm mir doch einen Kaffee. Es ist der Geburtstag von der Johanna. Und sie ist 3 Monate weg gewesen. Ich bin nämlich ganz harmonisch. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Das wollen wir auch nicht hoffen, mein Sohn. Also. Also, jetzt räumen wir noch zusammen. Ich muss gehen. Ich habe eine Besprechung mit der Firmenleitung. Am Mittag fahren wir ab. Sei froh, dass ich ihn mitnehme. Es wird ein geiler Abend. Julia, mach dich gefasst. Tierwagen. Da. Tierwagen, da. Oh, hat er den Kredit angenommen? Nein, aber er will nicht, dass er es nur bezahlen kann. Endlich! Endlich! Ja, endlich! Hast du ein komisches Gefühl gehabt? Vielleicht kommst du gar nicht mehr zurück. Na ja, musst du dir besser gefallen? Ja, ich weiss doch, wo ich daheim bin. Ich habe mich so gefreut. Nein, wir wissen. Aber jetzt machen wir uns eine ganz schöne Zeit zusammen. Wir zwei, gell? Und? Die Firma? Ach du, tipptopp, alles Bestes. Komm, gell? Gott sei Dank. Haben wir vielleicht wirklich ein bisschen mehr Zeit? Du, daheim zeigen wir gerade Bilder. Bilder? Ja, aber der Kleider. Tiras vor allem. Kleider, natürlich. Du, aber jetzt wartet eine grosse Überraschung auf dich in ihrem Bahnhof. Alles so froh, dass du wieder da bist. Merci vielmals. Oh, noch der Thomas. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ach so. Wirklich, das sind riesen Schatz. Was hast du gesagt? Die sind voll verknallt. Das hätte ich dir gerne wollen zeigen. Das Griechenland. Ja, vielleicht, wer weiß. Jetzt, wo alles so gut läuft im Geschäft. Apropos Geschäft, Jean-Jacques. Hättest du vielleicht heute mal ein Minütchen Zeit, um ein paar Ideen zu reden, die dich interessieren könnten? Ideen? Ja, natürlich nur, wenn es dich interessiert. Also, ich könnte zum Beispiel hier zu einem Spezialkredit verhelfen. Spezialkredit? Was soll ich mit einem Spezialkredit? Ich weiß nicht, von was du redest. Martin, wir sollten glauben, gleich zu essen. Gibt es wieder das klassische Suffle? Genau, weil du so gerne isst. Geil. Zeigst du mir deine Bilder, was, Mami? Los. Ich kenne hier eine Consulting-Firma in Zürich. Die würden dir mal ein Sanierungskonzept machen. Das sind absolute Top-Shots. Weltweit. Also wenn die von denen beraten lässt, gehen international viele Türen. Internationale Türen? Ja, und weißt du, für einen Kredit wäre das natürlich auch viel einfacher. Wer hat dir das gesehen mit dem Kredit? Katharin? Du musst keine Angst haben, also es bleibt unter uns. Weißt du, für einen Kredit ist das alles auch viel, viel einfacher.
Es ist zwar die dritte Vernissage in dieser Woche, aber der Künstler ist im Moment wirklich schwer im Kommen. Ja, und dann war noch die Premiere in Lausanne. Also eine fantastische Aufführung. Habt ihr ja jeden Abend etwas gehabt diese Woche? Ja, und jetzt noch eure reizende, spontane Einladung. Das ist doch selbstverständlich, habe ich zu meinem Mann gesagt. Da du ja eine Art zur Familie gehörst. Man sieht sich wirklich viel zu wenig, gell? Ja, wirklich. Und euer Mann? Der Herr... Lütti. Martin Lütti. Lütti, eben. Das passiert, wenn man so weit auseinander wohnt und halt auch beruflich nicht so viel miteinander zu tun hat. Was macht ihr jetzt schon wieder? Etwas mit Buchhaltung oder so? Account Manager bei einer Computerfirma. Ah, so. Das ist sicher sehr interessant. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Reden wir noch lieber über das Wetter oder über das Essen. Jetzt, lass auf, liegen, schnell schauen. Hast du Hunger, Thomas? Hättest du uns nicht zu den einladen, jetzt muss deine Familie hungern. Kannst du eigentlich reden. Julia, musst du verhungern? Zusammengehört. Genau, so uns am liebsten. Hättest du auch mal schauen können. Was, ich? Ich verstehe doch nichts von Soufflis. Ihr habt euch alle übernommen und nur wegen meinem Geburtstag. Was hast du? Nichts. Schau dir Ordnung. Ich bin noch ein bisschen erschöpft. Haben wir noch jemanden eingeladen? Nein, sicher nicht. Ich habe gesagt, es gibt eine kleine Party. Vielleicht doch für uns. Wer weiß? Hallo! Wer ist denn da? Um Gottes Willen. Mutter, weißt du, woher kommst du? Was ist, spinnst du? Ja, Lilian, was macht ihr hier bei uns in Sainte-Croix? Ja, ein Psychli. Ein Geburtstagspsychli. Das ist aber nett, dass du daran gedacht hast. Wer ist denn das? Meine Schwiegermutter. Ich habe gedacht, ein Familienfest ist ein Familienfest. Und dass ihr euch sicher freut, weil ihr doch vergessen habt, mich einzuladen. Mutter, du bist total betrunken. Ja, du, das stimmt. Das kann man wohl sagen. Ich wollte doch etwas mitbringen. Und dann habe ich da das Fläschchen Champagner gekauft. Ja, und dann im Zug hat es keinen Speiswagen, kann nicht einmal ein Wägelisch kommen. Dann habe ich halt ein Schlückchen genommen. Prost, Oma. Ja, Prost, Goldköpfeli. Willst du vielleicht einen Kaffee? Für den Teufel, nein, danke. Auch von dem Cognac, dort würde ich schon gerne ein Schlückchen haben. Sicher nicht, Mutter. Sicher nicht. Außerdem, ich weiss gar nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, hierher zu kommen. Weil es ein Familienfest ist. Familie Blanc feiert die Mutter nicht mehr. Lisbeth, ich glaube, wir gehen. Hey, schon. Also, ich wäre jetzt schon noch gern. Lisbeth. Wer sind denn die? Komm, Mutter, ich bringe die raus. Leute, ich bin doch gerade erst gekommen. Zuerst möchte ich mal wissen, wer die sind. Charmant. Sehr charmant. Sind Sie auch verwandt? Nein, wir sind nicht verwandt. Ja, warum sind Sie denn da, dem Familienfest? Wir sind Geschäftsfreunde. Also, mein Mann ist der Nachfolger vom Herrn Blanc. Das heisst, dass sich der Herr Blanc dem aus der Geschäftsleitung zurückzieht. Der Nachfolger? Das muss aber eine Verwechslung sein. Da haben Sie falsch verstanden. Der Nachfolger ist mein Sohn. Mutter? Mal, natürlich bist du der Nachfolger. Wer denn sonst? Hast du doch immer gesagt. Warte, Mutter, wenn ich dann mal dort im Sessel hocke, dann geht es ja nicht mehr so schlecht. Lang kannst du nicht mehr durch, hast du immer gesagt. Komm, bitte, Mutter, geh nicht. Nein, nein! Geh nicht raus! Ich werde mich doch nur angerichtet, Mutter. Ich habe das Gefühl, sie gibt sich irgendwie auf. Sonst hätte sie doch viel früher etwas unternommen. Das macht mich total fertig. Ja, meinst du, es ist so hoffnungslos, dass sie schon gar nichts mehr probiert? Oh, hast du mir auch einen Schluck? Also, dass ich noch wachtlich gefunden habe heute auf dem Erd, das ist das Größte. Das gibt es nur noch ganz selten. Da kommen Sie doch, sie ist immer auf ihrem eigenen Trip. Ich glaube, sie würde sich nicht einmal operieren, wenn es wirklich nötig wäre. Ich traue mich ja kaum, mit ihr darüber zu reden. Ja, solange man nicht genau weiss, was es ist. Weißt, vielleicht käme ich auch eine Chemotherapie in Frage. Meine Mutter in einer Chemotherapie. Meiner alle Haare ausgefallen. Das wäre so gegen ihre Würde. Das scheiß Messer schneidet auch nicht. Das wäre mal die Haare ausgehen. Jesus, Thomas, ich habe dich gar nicht gesehen. Von wem redet ihr? Von der Joanna. Oh. Hat die Sünde gesagt. Jetzt hast du es ja schon gesagt. Grandmama ist krank. Krebs? Das ist grauenhaft. Und der Papa darf es nicht wissen. Was, wieso nicht? Nicht schonen oder so. Alle wissen es. Nur er nicht. Ist es so? Nein, so ist es nicht. Es wissen es nicht alle. Wieder mal die feine Art von unserer noblen Familie. Thomas, hör sofort auf. Wenn Sie das so wünscht, respektiert das gefälligst. Kein Wort zu niemandem verstanden. Hm. Hast du noch reingeladen? Heute sicher nicht. Machst du? Oh, Lotta, Baby. Immer im falschen Moment. Für das hat sie wirklich ein Talent. Bist du auch über Nacht?
Wenn sie mit heimschleppt, nicht, nein. Meine Tante, auch gut. Hoi. Oh, meine Familie, aber immer unangemeldet. Hoi zusammen. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Willst du etwas trinken? Oh, einen Schluck nehme ich gerne, danke. Ich verziehe mich mal. Ich habe etwas zu verdauen. Oh, geht's gut? Ja, ja. So, so. Und Sie? Ach, nicht so besonders, ehrlich gesagt. Eigentlich innerlich verschissen. Ja, wieso denn? Madi, komm doch hoch. Wieso denn verschissen? Weil, kein Stutz. Also, du hast schon ziemlich Schulden bei mir. Ich weiß, ich bin noch gar nicht da, um dich abpumpen. Jetzt lass doch zuerst einmal zu. Jetzt bin ich aber gespannt, was du sonst könntest tun. Immerhin bist du der Bruder. Schau, ich kann die Miete nicht zahlen, um mit dem dummen Herr Schwarz zu reden. Und damit ich den um den Finger wickeln kann, möchte ich einigermaßen gut aussehen. Und ich habe nichts zum Anlegen. Und der Pascal hat übrigens dann auch Geburtstag. Grüß Gott. Und der hast jetzt geglaubt, wir gehen jetzt also schnell beim Dolce & Gabbana vorbei und einkaufen. Du doch nicht so blöd, Martin. Maja, komm mal mit in mein Zimmer. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich weggeben möchte. Unter anderem ein Teil von meinem Seemiak, aber dir sicher besser geht als mich. Oh, Katrin, du bist einfach ein Schatz. Ha! Auf die kann man sich nicht verlassen. Hast du gerade vorgerührt? Ich hab's gewusst. Wenn es einmal Wachtel gibt.